Hey Leute, ich bin's wieder, euer Rodax und herzlich willkommen zum nächsten Server-Tagebuch-Video hier auf meinem Channel. Ja, und ihr befindet uns hier in meinem Shop, denn es gibt ein paar coole neue Infos und ein paar coole neue Sachen, die ich euch so zeigen will, was sich so in letzter Zeit getan hat. Wieder mal so ein kleines Update-Video, ein kleines Live-Commentary. Nächste Folge sehen wir übrigens, naja, wie soll ich sagen, ein paar lustige Szenen mit Makulle. Da haben wir echt was vorbereitet, unter Anführungszeichen. Also da haben wir, Alter, ich bin so oft gestorben fast, ich wurde so oft angezündet, das war mal so richtig umgekehrt. Normalerweise brenne ich ja die Leute an, aber naja, da verrate ich mal nicht so viel, das seht ihr auf jeden Fall nächste Folge. Und für die Folge habe ich mir ein paar Themen zurechtgelegt, und zwar, wir schauen mal ganz zuerst bei WRT vorbei, da muss ich euch was Lustiges zeigen. Und zwar sammle ich jetzt hier unter Anführungszeichen Pferde, denn ein paar Leute aus der Community, so richtig viele, ich glaube 3 Stück sind schon gewesen, haben wir einfach mal Pferde geschenkt oder besser gesagt gegeben. Hier haben wir zum Beispiel so ein, ich weiß nicht, ich glaube, das ist kaputt oder so. Ich glaube, Pferde sollten sich nicht so verhalten. Hier haben wir RT33 Packesel, da haben wir meinen Packesel. Oh. Da haben wir auch Inventar. Das ist das falsche Tier jetzt. Wo ist denn das? Hier. Da haben wir auch so Inventar und so, da kann man Steak reinlegen. Auf jeden Fall, damit kann man so rumreiten. Zack. Und dann, ja, kann man das irgendwo parken. Ich packe das mal irgendwo in der Bibliothek oder so. Mal gucken, wie lange das da rumsteht. Ich glaube, die kann man ja schubsen auch, aber sterben, glaube ich, können die hier eh nicht. Ich pack das Pferd mal, ja, ich pack das mal hier. Das ist ganz gut, glaube ich. Auf jeden Fall fand ich irgendwie ganz cool, was die Leute da quasi, mir quasi gebracht haben. Den finde ich auch noch ganz nice. Sieht, ich weiß nicht, ich guck mal, wo meine F5-Taste ist. Es sieht irgendwie falsch aus, wenn man hier so rumläuft. Ich weiß nicht, irgendwie sollten sich Pferde nicht so verhalten. Egal, haben wir das auch geklärt. Das parke ich mal. Wo parken wir das Pferd? Wir parken es im Abstellzimmer. Ich exakt hier im Abstellzimmer parken wir das. Ja, gutes Pferd. Ja, braves Pferdi. So. Und das letzte Pferd, wo haben wir das? Ich glaube, das ist aber nicht umbenannt. Ja, genau, das wird irgendwann sterben, das Pferd hier. Aber ja, gut, kann ich auch nichts für. Das Pferd, das irgendwann sterben wird, wo packen wir das hin? Das hätte ich gesagt, das packen wir da unten mal ins Wasser rein. Das darf hier rumschwimmen. So. Das soll mal hier, so, soll da unten ersaufen. Ja, braves Pferd. Pferde sind Wassertiere, ganz natürlich. Wenn ihr mal in den Zoo geht oder auf eine irgendwelche Reiterfarmen oder ich weiß nicht, wie das heißt, diese Dinge, wo halt Pferde besichtigen kann. Die meisten Pferde schwimmen im Wasser rum und wie gesagt, das ist eigentlich ganz natürliches Pferdeverhalten. Ihr seht es hier, das Pferd mag das auch, wenn es unter Wasser ist. Also das wirft mich auch gar nicht ab oder so. Das mag das einfach, das ist ein Wassertier. Das erkennt man sofort, wie das schwimmt und so. Das blubbert hier wahrscheinlich, sauft es hier gleich ab. Wenn wir zurückkommen, ist es tot oder so. Ja, braves Pferdi. Ja, da machst du noch Geräusche. Auf jeden Fall. Echt cool, dass ich da so ein paar Pferde bekommen habe. Das mit dem umgedrehten Pferd wusste ich zum Beispiel gar nicht, dass es überhaupt geht. Und ja, dann haben wir hier, übrigens, irgendjemand hat mir in die Kommentare geschrieben, weil ich sie gerade auf meiner Liste habe, meine Leertaste. Es ist zu laut, wenn ich springe. Ich finde, jetzt hört man das nicht mehr. Ich habe vergessen, letztes Mal die Tastatur zu wechseln. Das ist immer, wenn der Rotax vergisst, irgendwas zu machen, dann ist die laut. Da muss ich schon wirklich drauf klopfen, damit man die, glaube ich, überhaupt hört. Also dürfte man sonst eigentlich nicht hören. Jo, dann letzte Folge im Schnelldurchlauf nochmal, wenn man zu WRT kommt. So als Zusammenfassung nochmal schnell für alle, die es sehen wollen. Zack, hier klickt man drauf. Im Tennisfeld geht da runter, klickt hier drauf, gönnt sich mal und hüpft da runter. Zack, und dann ist man in the Tresor. Für alle, die es nicht wussten, weil irgendwie habe ich in-game richtig viele Fragen bekommen. Ey, wie kommen wir da nochmal hin? So kommen wir da hin. Ich hoffe, das passt jetzt wieder. Ich hoffe, ihr kennt euch hier aus. So, das könnt ihr natürlich nicht hier irgendwie zumachen oder aufmachen, aber egal. Das passt auf jeden Fall. Zack. Hier sehen wir, das TrueMG 747 ist auch absichtlich. Das ist halt so ein kleiner Insider. Ja, und jetzt geht es auch direkt weiter, denn ich gehe mal ganz kurz zu Verotax. Zack, da sind wir auch schon. Und zwar habe ich ja hier beim Itemshop einen kleinen Zaubershop hinzugefügt. Das heißt, jetzt gibt es hier mal die wichtigsten, wie soll ich sagen, die wichtigsten Zauber-Items hier von, sagen wir da, FE4, Haltbarkeit 3, Behutsamkeit, über FE5, Haltbarkeit 3, Glück 3, ganzen Sachen halt. Hier OP-Axt, OP-Schwerter, OP-Bögen, OP-Rüssi und so weiter und so fort. Mal so kleines Sortiment quasi angefangen hier zu bauen. Vielleicht wird es auch noch ein bisschen größer werden, ich weiß es noch nicht ganz genau. Aber mal schauen. Die Frage ist nur, wenn das Sortiment hier erweitert werden sollte über irgendwelche Sachen, würde ich euch mal bitten, falls ihr da Bock habt, auf irgendwelche Sachen, die ihr da kaufen oder verkaufen wollen würdet, einfach mal irgendwie in die Kommentare schreiben. Dann mache ich das irgendwie vielleicht dazu. Ich habe hier oben ja noch ein bisschen Platz. Ich habe hier vorne noch Platz. Ich habe hier noch Platz. Also eigentlich ist hier für Wünsche alles offen. Guck mal ganz kurz, ob ihr Tränke genug da sind. Jo, Tränke sind eh genug am Stissel. So, als nächstes wollte ich euch noch irgendwas zeigen. Ja genau, und zwar, ich brauche gerade für ein paar Projekte, die ich am Start habe,
brauche ich gerade ein paar Enderperlen und Enderaugen. Das heißt, wenn ihr da Lust habt, mal so ganz dezent Schleichwerbung hier machen, ihr wurde auch schon ein bisschen was verkauft, nicht viel, aber doch ein bisschen was. Ich kaufe gerade hier Enderperlen und Enderaugen auf allen drei Servern bei Verotax richtig krass an. Genauso wie ich hier richtig viel Erde und Stein noch ankaufe. Ich habe jetzt hier eigentlich rechts geklickt, wollte gerade sagen, hier ist noch alles leer, hier kann man überall noch was verkaufen bei den Dingern. Und ich finde auch ziemlich gut, also 320 Erde für 5, für 40 verkaufen und Stein für 40 ist ja auf jeden Fall ein guter Preis, finde ich. Denn ich brauche gerade richtig viel Erde, natürlich haben wir das auf allen anderen Reservern auch. Das heißt, wenn ich jetzt hier mal zum Beispiel, wenn ich hier zum Beispiel mal S2 eingebe oder so, dann haben wir hier natürlich bei Verotax, sehen wir auch hier dasselbe mit dem Zaubershop, hier dasselbe mit der Erde, an der Seite mit dem Stein. Also falls ihr da irgendwie zu viel Stein oder zu viel Erde habt, am besten mal die Kisten da drüben voll machen. Auf allen drei Servern würde ich mich echt drüber freuen. Brauche ich gerade echt viel von dem Stuff. Und auf S1, wenn wir schon der Vollständigkeit halber, bei Verotax wieder mal hier, wieder der Zaubershop, alles auf allen Servern gleich. Kennen wir ja schon. Und hier natürlich wieder die Erde und der Stein. Hey, da hat jemand schon mal Erde verkauft. Nice. Wie auch immer das war, läuft bei dir. So. Und jetzt kommen wir auch schon zum letzten Thema dieser Folge. Dazu muss ich wieder auf S3 gehen. Denn, wollte gerade sagen, dazu muss ich wieder auf S3 gehen. Denn dazu müssen wir zu W. Alter. Ich kann ja tippen, WRT. So, und zwar habe ich vor, ein Drop-Event zu machen. Übrigens, ich habe ja noch nie ein Drop-Event auf Cutcon gemacht. Ich habe ja irgendwann mal geschrieben, wenn ihr Bock drauf habt, schreibt es in die Kommentare. Diesmal mache ich es ganz einfach so. Wenn ihr Bock auf ein Drop-Event habt, wird auf jeden Fall kein einfaches sein. Also nicht nur Drop-Event findet bei WAT statt, sondern wenn schon so 2 bis 5 Drop-Events, also mindestens 2, maximal 5 kann man machen pro Minute. Von dem her wird es da ein paar Drop-Events geben, die hier laufen. Und jo, deswegen würde ich mal sagen, ihr schreibt in die Kommentare, wenn ihr da Bock drauf habt. Das heißt, ich stelle mich dann hier zu WAT, mache hier einfach, keine Ahnung, Drop-Event starten, ich weiß jetzt nicht genau, wie der Befehl geht, habe es ja noch nie gemacht, will es aber mal probieren. Jetzt ist halt die Frage, habt ihr da überhaupt Bock drauf? Es gibt ja schon richtig viele Drop-Events, es gab schon richtig viele Drop-Events, hier ist auch viel Wasser und so, ich weiß nicht, da müsste man halt relativ viel hier, ich lecke hier irgendwie gerade, wollte ich gerade sagen, hier müsste man halt, ich glaube, ich sterbe hier gleich, ich müsste auf jeden Fall ziemlich viel im Wasser rumfliegen, wegen dem Radius und so, und damit man hier im Gelände eben bleibt, damit es nicht irgendwie zu weit nach außen geht. Jo, habt ihr da Bock drauf? Würde ich mal so behaupten. Falls das so ist, dass ihr da Bock drauf habt, dann einfach mal in die Kommentare schreiben. Jo, RT macht Drop-Event oder ey, macht ein Drop-Event oder keine Ahnung, irgend sowas Cooles halt. Und dann mache ich hier bei WRT ein wunderschönes Drop-Event. Und warum habe ich jetzt hier meine Anzeige beim Fadenkreuz? Meine Schlaganzeige, Optionen. Nö, wo haben wir das? Hier. Schnellzugriff. Jo, das ist gut. Jetzt habe ich es hier unten wieder. Also hier unten habe ich das jetzt wieder. Zack. Auf jeden Fall, wie gesagt, wenn ihr da Bock drauf habt, einfach mal in die Kommentare schreiben. Dann mache ich hier dieses Wochenende ein Drop-Event. Und zwar, das Video kommt ja am Donnerstag, den 5. Mai raus. Das heißt, morgen ist das Endoffen. Am Freitag will ich euch mal nicht belästigen mit sowas. Wahrscheinlich eher Samstag. Wahrscheinlich eher Samstag. Würde ich mal behaupten, dass es am Samstag stattfinden wird, das Drop-Event dann. Und ja, wie gesagt, wenn ihr da Bock drauf habt, schreibt es mal in die Kommentare, wenn ihr da keinen Bock drauf habt und sagt, no, RT, keine Ahnung, habt ihr keinen Bock drauf, da kommt gerade das End raus an dem Wochenende, dann ja, ist auch okay. Aber wie gesagt, wenn ihr da Lust drauf habt, einfach mal in die Kommentare schreiben. Und jo, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wie gesagt, schön brav Enderperlen und Enderaugen verkaufen gehen, schön brav Erde und Stein verkaufen gehen. Und jo, dann bedanke ich mich bei euch mal fürs Zuschauen, wie immer. Und wie gesagt, nächste Folge gibt es Lustiges. Da gibt es ein paar nice Tode, oder besser gesagt, Nahtoderfahrungen des RT333s mit ganz viel Feuer. Und ja, wird auf jeden Fall ganz lustig. Bis dann, euer Rotax.